Okay. What the fuck is... Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Harvester of Dreams. Ja, wir sind hier in unserem Zimmer, in unserer Kajüte. Kann man doch so sagen, oder? Das ist ja immer ein Schiff, ein fliegendes Schiff, Kajüte. Und haben herausgefunden, dass hier irgendwas passiert ist. Okay. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas ist hier passiert. Vielleicht hat einfach einer ein bisschen was Schlechtes gegessen. Und das ist ein bisschen krass hinten raus. Ich weiß es nicht. Aber gut. In dem Zimmer gibt es anscheinend nichts mehr zu holen. Wir können höchstens gucken, ob hier irgendwelche versteckten Sachen noch in der Schublade sind. Aber sieht nicht... Warte, warte. Nee, da war nichts. Sieht nicht danach aus. Okay. Also die Atmosphäre finde ich gut. Es lässt sich echt schön spielen, muss ich sagen. Es gefällt mir gut. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir hier ein bisschen... Fake. Also das ist nicht echt, oder wie? Hier kommen wir auch nicht rein. Und hier kommen wir einfach wieder zurück. Da war der Schlüssel drin. Die ist verschlossen. Okay. Dann... Wir haben ja ein paar Sachen hier, zum Beispiel die Gasmaske. Ja. Hier kommen wir ja sowieso nicht rein. Was haben wir denn? Wir haben Münzen. Eine Ölkanne, ein Rohr, eine Gasmaske, ein Glas und ein, ja, eine Linse. Wofür auch immer man die braucht. Nein. Da konnten wir, glaube ich, vorhin noch nicht rein, oder? Oder doch, doch. Da ging es nach oben. Nein. Ah, doch. Also ich glaube, die... Es ist ja noch eine Early Access. Und ich glaube, dass die... Dass die gegen... Wofür? Stummer Butler. Und ich glaube, dass einfach die Teile nochmal neu geladen haben. Die Items zumindest. Ich nehme das jetzt mal nicht mit. Hier wird es nochmal ein bisschen lauter, dafür entschuldige ich mich gerade. Also mit der Stange komme ich hier also auch nicht rein. Ist das richtig? Nee, okay. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal rein.
den können wir ja nicht gebrauchen. Aber wofür brauchen wir denn bitte hier schön so ein... Das ist doch so eine Art Tisch oder sowas, ne? Was ist das hier? Okay, alles noch sehr komisch, finde ich. Es hat geladen. Okay. Hey, bei den Türen habe ich immer ein bisschen Schiss, dass da gleich irgend so ein Monster dahinter steht oder so. Also ich spiele eigentlich gerne Horror Games, aber ich bin halt extrem schreckhaft. Dann gibt's halt coole Slow-Motion-Aufnahmen. Hier habe ich die Linse her, ne? Hier kann man ja nichts machen. Gut, wir können höchstens jetzt ein bisschen mit dem Ding hier spielen. Genau, Münzen. Nimm alle mein Geld. Ich will spielen. Und das bringt jetzt was? Hier hat man jetzt Glas. Warte mal. Ein Glas. Ich kann die Dinger ja gar nicht betätigen hier. Sonst hätte ich gedacht, okay, hier, vielleicht müssen wir hier irgendwas machen. Nee. Okay. Wir haben einfach eine Schutzbrille bekommen, okay? Sehe ich das richtig? Benutzen. Geht nicht auf. Scheint nicht zu funktionieren. Schutzbrille. Eine Ölkanne. Da ist Öl drin. Aber ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Da geht's nach oben. Also wir checken jetzt nochmal alles aus, was hier unten war. Bevor wir hier wieder nach oben gehen. Vielleicht hat sich inzwischen ja wieder irgendeine Tür geöffnet. Das ist unsere. Ja, hier ist dieser komische Anker. Das kennen wir ja schon hier, ne? Hier drin gibt's garantiert nichts zu holen. Ich frage mich immer noch, wofür dieser, sag schon, dieser kleine Hocker ist, den wir da gesehen haben. Ein Stockwerk weiter oben. Das Ding war fake. Und ich komme wieder in den allerersten Raum rein, ne? Genau, aber hier können wir nichts machen. Ne, hier kann man nichts machen. Meint ihr, man kann mit dem richtigen Code die Tür da hinten auch noch öffnen? Ne, mit dem... Oder? Ja, aber ich wüsste ja überhaupt gar nicht, welcher das wäre.
Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, welcher. Okay. Gehen wir mal nach oben. Leute, wenn ihr mal bis hierhin geguckt habt, haut mir noch mal was in die Kommentare rein. Würde mich echt mal interessieren, ob es irgendwelche gibt, die schon bis hierhin geschaut haben. Wäre mega cool von euch. Einfach nur irgendein Wort oder ich oder sonst irgend sowas. Haut mir mal sowas in die Kommentare rein. Dafür, dass ich den Ball hier reingekriegt habe. Komm, zeig mal so nett. Die Musik kotzt mich so an. Die hört aber auch nicht auf. La 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 la. Und hier können wir nichts machen, gell? Nee, da kann man nichts drücken. Mann, es sieht halt aber auch echt so aus, als könnte man da was drücken, aber nö. Ist nicht so. Okay. Hier unten ist schon mal garantiert gar nichts. Das heißt, wir müssen hoch. Jetzt kommen wir hier wieder in den Gang, wo diese Gittertür, diese versperrte ist, ne? Was ist, wenn nichts drin ist? Ja, dann guck doch nach. Er sagt aber auch immer dasselbe. Ja. Stummer Butler. Stummer Butler. Ist das einfach scheiße übersetzt oder für mich ist das ein Tisch hier? Ich kann den einfach durch die Tür durchsetzen. Aber super, jetzt kann ich das Ding nicht mehr nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Okay, egal. Noch. Ein Feuermelder. Aber ich habe kein Feuer. Kann man nichts. Also man könnte mit dem interagieren, aber ich kann nicht. Das ist eine Linse. Ein Rohr. Bringt auch nichts. Eine Schutzbrille, eine Atemmaske. Ja, super, okay. Ja, scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Hätte, würde sich die Tür nicht öffnen. So, ich habe eine Maske. Hier, bitteschön, benutzen. Er sagt immer dasselbe. Ja, ich kann sie ja nicht benutzen. Eine Taste zum Ausrüsten von Gegenständen. Nee, nicht wirklich, gell? Ich drücke jetzt mal einfach alle Tasten. Ein Glas, eine Linse, wow. Ich sollte eine Gasmaske dabei haben, wenn die Tür aufgeht. Ja, ich habe eine dabei. Junge, hier. So, okay Leute, ich habe jetzt mal geguckt und okay, man hätte drauf kommen können, hätte man auch, die Übersetzung war halt mega scheiße gewesen. Das Eingangstor ist extrem verrostet und hier steht natürlich nur, guck hier, der Hebel klemmt, ja, und es ist verrostet, also müsste ich ja das hier benutzen. Und jetzt dann irgendwie noch das da und, jetzt geht's aber irgendwie auch nicht. Die Tür einzuhüllen bringt vermutlich nichts. Ah, den Hebel einhüllen. So, hier, seht ihr. Okay, also wie gesagt, auf das hätte man auch kommen können, wenn es noch auf Englisch gestellt wäre. Oh. Oh, scheiße, das Ding brennt.
das normal? Ich glaube nicht, oder? Okay. Hier läuft irgendein Countdown runter, Leute. Scheiße. Wir haben irgendwie noch knapp 4 Minuten Zeit oder so. Okay. Was müssen wir machen? Können wir überhaupt irgendwas machen? Ja, scheiße. Was habe ich denn? Glas? Sonst irgendwas? Nö. Ja, ganz cool, ne? Ja. Was? Was stand da? Schraubenzieher. Für große und kleine Schrauben. Und was bringt das? Ja, super. Wir können einfach mit dem Ding Schrauben lösen, aber wir müssen. Ah, hier haben wir noch was. Guckt mal. Eine Axt. Für die Selbstverteidigung. Für was brauchen wir hier drin denn bitte eine Axt? Scheiße. Kann man da durch die Türen jetzt gehen oder was? Wo müssen wir hin? Gibt's nichts zu tun? Kann man ja. Oh, nein, gibt's nichts, kann man nichts drehen. Scheiße. Ah, die spinnt sowieso die Anzeige. Okay, die spinnt sowieso. Ah, ich dachte schon, die Zeit läuft hier irgendwie ab oder irgend sowas. Nee. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal raus. Ich glaube, wir haben jetzt. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Sachen gefunden. Wir könnten jetzt mal gucken, ob sich unten irgendwelche Türen öffnen. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Mit. Das Ding ist das Holz. Ja, super. Okay. What the fuck is... Ist das euer Ernst? Was kann ich denn lenken hier? Scheiße! Ich habe ja noch eine Linse. Schutzbrille? Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, Leute. Bevor wir trotzdem jetzt weitermachen, es tut mir leid, aber an der Stelle muss ich jetzt den Part leider beenden. Wir sind nämlich schon wieder bei über 20 Minuten und ich wollte eigentlich nicht über 20 Minuten gehen. Ja, ich hoffe, euch hat der zweite Part gefallen und wir sind zum Glück wieder ein bisschen weitergekommen. Und wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, teilt mein Video oder unterstützt mich einfach ein bisschen. Haut mir was Cooles in die Kommentare rein oder so. Das motiviert mich schon mega weiter, Videos zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.